Dieses EKG wurde mit einer Geschwindigkeit von 25 mm pro Sekunde aufgezeichnet. Somit ist ein Kästchen von einem Quadratmillimeter 0,04 Sekunden. Auch hier wieder beinhaltet dieser Streifen eine Länge von 6 Sekunden. Wenn ich nun hier die Rs abzähle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ergibt sich die, wenn ich das mal 10 nehme, die Minutenfrequenz der Kammern. Also unsere Kammerfrequenz ist hier 60 pro Minute. Wir sind genau am Limit, am unteren Limit. Das heißt, wir sind noch normokard. Das Rhythmus der Kammern. Hier sehen wir, es ist rhythmisch. Unsere P-Wellen hier. Die Interpretation der P. Sind P-Wellen einmal vorhanden, ist die erste Frage. Und wir sehen hier ein P, hier ein P, hier ein P, hier, hier, hier und hier. Also, Ps sind vorhanden, ja. Von der Morphologie her, also vom Aussehen, von der Form her, können wir sagen, die Ps schauen alle gleich aus. Nun müssen wir noch die Frequenz der Ps bestimmen. Wir zählen sie ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Unsere P-Frequenz oder unsere Frequenz der P ist 11 mal 10 ist 110 pro Minute. Rhythmus der Ps. Und schauen wir mal. Hier und hier. Und hier. Es ist rhythmisch. Unsere Ps sind rhythmisch. Die PQ-Intervall. Und jetzt da, wenn man sich das Bild anschaut, wir haben hier einen PQ-Intervall. Wir haben hier, hier, wir haben also einen wechselnden PQ-Intervall. Also ich kann den PQ-Intervall gar nicht bestimmen. Was ich auch noch hier jetzt noch machen muss oder darf, ist eine QRS-Dauer festlegen. Und wir sehen hier 1, 2, 3 Kästchen. 3 mal 0,04 ergibt 0,12 Sekunden. Also die PQ-Dauer ist in der Norm. Die Interpretation nun dieses EKGs. Wir haben eine Kammerfrequenz von 60 pro Minute, welche rhythmisch ist. Wir haben Ps, die gleich ausschauen, aber sie haben eine Frequenz von 110. Also die sind fast doppelt so schnell als wie die Kammerfrequenz. Und die Ps sind auch rhythmisch. Also beide, also wenn man es auf den Punkt bringt, haben wir hier zwei Rhythmen vorliegen. Wir haben einen tachykarden Sinusrhythmus, der hier durch die Ps hier gebildet wird. Und wir haben hier einen noch normalen Kammerrhythmus hier von 60. Was nur wichtig ist, die Kammer, die QRS-Dauer ist in der Norm mit 0,10 bis 0,12 Sekunden. Wenn wir jetzt sagen möchten, um was es sich handelt, hier handelt es sich um einen AV-Block dritten Grades. Und zwar mit einem schnellen Kammerersatzrhythmus. Wir haben einen Sinusrhythmus an Tachykarden und einen noch normokarden Kammerrhythmus. Wobei der Kammerersatzrhythmus relativ weit oben aus dem Hirschschen Bündel kommt, weil die Frequenz, die 60, wir wissen, das sekundäre Schrittmacherzentrum aus AV-Knoten und Hirschschen Bündel hat eine Frequenz von 40 bis 60. Und diese schmalen QRS-Komplexe sprechen dafür, dass es eben ein hoher Kammerersatz ist. Also wir haben hier ein tertiäres Schrittmacherzentrum, welches hier arbeitet. Und somit ein AV-Block dritten Grades mit einem relativ schnellen Kammerersatzrhythmus. Die Bedeutung dieses EKGs ist, wir sehen hier, hier wird kein P mehr übergeleitet. Der Vorhof autonom und die Kammern laufen hier autonom. Das Problem an der Sache ist, dass dieser Kammerersatzrhythmus sich erschöpfen kann. Das heißt, die Frequenz nimmt immer mehr ab und der Ersatzrhythmus wird immer langsamer, 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 bis es im Extremfall zum Stillstand kommt, des Kammerersatzrhythmus. Drum ist zwingend, dass Patienten mit einem V-Block dritten Grades einen Herzschrittmacher bekommen. Der obere Streifen hier hat einen AV-Block dritten Grades nochmal in seine zwei Grundrhythmen zerlegt. Wir sehen hier den Vorhof mit einer Frequenz von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eine 80-Frequenz. Und wir sehen hier die Kammerfrequenz mit 40 pro Minute. Somit laufen zwei parallele Frequenzen, der Vorhof und der Kammern, synchron ab. So ist es ersichtlich oder man kann es sich besser vorstellen, wie ein AV-Block dritten Grades funktioniert bzw. abläuft.